Ja, aube Zwick, jetzt straft's uns knüppi dick. Nicht nur, dass ich mir heute in der Früh am Montag beim Butterbräsen essen einen halben Zahn ausgebissen hab, halber Zahnlocker umeinander rennen, die Kälten hab mich als Gemüsehändler eiskalt erwischt. Temperaturen 0 Grad, minus 3 Grad am Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ab Donnerstag minus 10 Grad am Tag und in der Nacht örtlich minus 20 Grad sogar angesagt. Lange Unterhosen, eine Zipfelmütze, gestrickte Socken, gestrickte Handschuhe, alles braucht man. Und jetzt haben wir ordentlich früher gar nicht Koch. Gehen wir her, gehen wir her. Du bist ja ein sogenannter Koch. Frierst du in deiner Küche auch? Ja, läuft gut. Nein, aber nicht ob es gut läuft, ob es kalt ist in deiner Küche. Nein, es ist nicht kalt, es ist verdammt warm. Wunderbar, das ist schön. Sieht, es gibt da, dann haben wir noch eine nette junge Dame. Guten Morgen, magst du einen Apfel? Jawohl. Ich richte dann gleich her, okay? Ich mag aber keine Kamera. Nein, keine Kamera. Wir machen es ohne Kamera. Die läuft ja gar nicht, die ist ja aus. Da brauchst du gar nicht senken. Also, wir richten einen Apfel her. Du suchst bitte den schönsten Apfel raus. Und die junge Dame nimmt es dabei, weil wir reden ja Gott sei Dank nicht vor der Kamera. Die haben wir sauber hingekriegt. Juhu, bitte ich wieder den Apfel. 80 Cent, bitte schön. Den schauen wir aus. Juhu, juhu. Das ist leider nicht richtig. Das macht doch gar nichts. 1,20. Darf ich dir die beim Zurückgehen geben? Da kann ich nämlich jetzt wieder anfangen. Alles gut, im Vierte. Was also nicht im Fernsehen? Nein, sondern bei uns im Internet. Die haben wir sauber durchgekriegt. Aber wir kommen zum Hinterfuß. Die kalten Wetter, sakrisch kalt, haben wir schon vorausgesagt. Am Tag, juhu, in der Nacht noch, juhu. Und jetzt kommen wir zum Fußball. Was gibt's da zum Schaben in Bayern? Mäßig Spiel, scheißegal. Am Montag redet keiner mehr, ob man ganz gut gespielt hat oder mittelmäßig. 3 Punkte sind 3 Punkte. Wunderbischen abhacken, leckt's mich am Arsch. Aber leckt's mich am Arsch. Die Einstellung habe ich langsam bei meinen Münchner Löwen. Drunter und drüber geht's. Schäben durchs, Rassel, Ketteln, alles miteinander, deren sie deppen. Sollen sie sich doch einmal zusammenhocken, ein Bier miteinander trinken und ausreden. Das lauter gestandene Mannsbilder, Erwachsene. Der eigener geht, tut mir leid, aber andererseits für einer halt Gibui, weil er sagt, ja, der packt das nicht mehr, dann soll er gehen. Da jammer die jetzt nicht nach. Und wenn der andere, Ismail, der Sponsor, sagt, wir kaufen keine Neuer, wenn wir nicht aufsteigen wollen, wenn sie nichts tun soll, wurstelt man weiter, mit nur bloß der Schneiderleid, ruiniert seine Gesundheit und wird dann ausgehalten wie ein Hund. Aber noch X nicht fix, wir gewinnen am Montag gegen Cottbus, aber vorher hören wir uns noch. Sakrisch kalt, Bayern geht schon, Seske von der Einstellung her katastrophal untereinander. Und ich bin lässig und gut drauf und freue mich wieder, ob ich nette Mädeln erwische. Aber bei der Kälte muss man schon ganz hinterfotzig agieren, so wie mit der netten Apfelkundin, damit wir da auch nicht erwischen. Pfiat euch gut, eine schöne Woche, bis bald wieder. Johe, joho, da fahrt ihr nicht mit dem Radl, Respekt, so ist recht. Juhu, die lacht wenigstens, juhu.